Ist diese Bewegung Stuttgart 21 Ihrer Meinung nach ein Ausdruck eines gesellschaftspolitischen Wechsels in Deutschland? Ja, das kann man durchaus sagen, obwohl auch hier eigentlich wir daran gewöhnt sein müssen. Also für mich ist Stuttgart 21 typisch für unser Land. Auf der einen Seite sind wir, was die Technologie betrifft, sicherlich immer noch führend in der Welt oder mitführend, gar kein Zweifel. Auf der anderen Seite gibt es starke gesellschaftliche Strömungen, die irgendwie Ängste schüren gegenüber Technik. Ich meine, wir sind das einzige Land zurzeit. Wir sind zurzeit das einzige Land, was aus der Kernenergie aussteigt, auch wenn jetzt die Meiler ein bisschen länger fahren dürfen. In Deutschland gibt es eine wirklich dramatische Antigentechnikbewegung unter der Firmen wie Bayer, aber auch andere leiden. Übrigens die deutschen Konsumenten auch die deutschen Bauern. Jedenfalls die, die sich dafür interessieren. Und wenn Sie jetzt Stuttgart 21 nehmen, dann haben Sie da auch eine interessante Inkonsequenz. Die gleichen Leute, die sich für Investitionen in die Schiene aussprechen, vor allen Dingen die Grünen, demonstrieren jetzt gegen einen Bahnhof, gegen einen modernisierten Bahnhof. Und dazu kommt, dass mir bei Stuttgart 21 auffällt, dass das eben nicht nur die Grünen sind, sondern dass da alle möglichen Leute jetzt demonstrieren, die die Nase voll haben. Die sind politikverdrossen, Parteien skeptisch, kann ich alles verstehen, bin ich auch. Und was mich so ein bisschen betrübt, ist, dass, und deshalb finde ich diese Demonstration auch nicht richtig, wir alle wissen, dass das ganze Projekt 15 Jahre lang durchgedreht wurde. Nicht? Sämtliche Einsprüche sind verhandelt worden, beschieden worden. Und ganz am Schluss entdeckt jetzt die Politik, vor allen Dingen die Grünen, aber neuerdings auch viele in der SPD, dass man damit vielleicht doch noch Stimmen holen kann. Und es sind teilweise die gleichen Leute, die dieses Projekt unterstützt haben oder genehmigt haben, die jetzt auf der Straße stehen. Ich will Ihnen mal einen Namen nennen. Das ist ein Dudesfreund von mir, aber mich hat das schon betroffen. Edzard Reuter, der ehemalige Chef von Daimler-Benz, hatte sich, als er noch Chef von Daimler-Benz war, dafür ausgesprochen, das braucht Stuttgart, nicht? Ist wichtig für Mercedes und Daimler und so. Und der steht heute an der Spitze der Protestbewegung. Also ist schon typisch für uns. Meine Prognose ist, dass dieses Projekt durchkommt. Denn wenn sich der Ministerpräsident Mappus das wegnehmen lässt und Frau Merkel, dann sind sie auch die Unterstützung, sagen wir mal, eines großen wirtschaftsfreundlichen Teils der CDU los. Und das können sie sich auch noch leisten. Einen offenen Brief an Herrn Sarrazin. Sie schreiben also, lieber Herr Sarrazin, nicht nur über die Medien, auch persönlich wollte ich Ihnen noch einmal zurufen, dass ich Ihre Äußerungen ohne jedes Wenn und Aber unterstütze. Dass Sie in der Sache richtig liegen, ist Ihnen in den zurückliegenden Tagen schon von kompetenterer Seite bestätigt worden. Dass Sie sich auch in der Ausdrucksweise nicht vergriffen haben, liegt für mich ebenfalls auf der Hand. Soweit aus Ihrem offenen Brief aus dem Jahr 2009. Nun hat Sarrazin ja dann nachgelegt mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Erste Frage, würden Sie den Brief heute nochmal so schreiben? Ja, ich bin sogar weitergegangen. Also es gab in der ganzen Debatte in Deutschland nur 4 Personen, die man kennt, Meinungsführer heißt das bei uns, die ihn öffentlich verteidigt haben. Es waren 2 Juden, eine Türkin und ich. Und ich habe ein Interview im Fokus gegeben und dann nochmal eins im Hamburger Abendblatt. Die anderen Zeitungen wollten das nicht haben, interessanterweise. Wo ich entsprechend dieses Briefes mich auch mit Sarrazins Thesen auseinandergesetzt habe und auch nochmal an das Gut der Meinungsfreiheit erinnerte. Also die Antwort ist ein unqualifiziertes Ja. Er rief mich wenige Stunden
vor der Pressekonferenz von Axel Weber an, wo der Präsident der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben hat, dass er nun geht. Und hatte mir erklärt, warum er hätte also zwei Alternativen. Die eine ist, dass er geht, die andere, dass die ihn rausschmeißen. Aber er wollte nicht gehen und hat gesagt, er schmeißt mich doch raus. Und das hat ja Axel Weber dann bekannt gegeben. Ich habe ihn in dem Telefongespräch alles darauf aufmerksam gemacht, dass es noch eine dritte Alternative gegeben hätte. Und hier ist eine Einschränkung gegenüber Sarrazin schon zu machen, die ich in dem Brief damals nicht habe. Die habe ich damals nicht für nötig befunden, aber in den Interviews habe ich die inzwischen gemacht und er weiß das auch. Ich will es mal so formulieren, wenn ich einen Geschäftsführer bei dem in Deutschland gehabt hätte, der hätte ein 440 Seiten langes Buch über Schmetterlinge geschrieben und wäre dann jeden Tag von einem Buchhändler zum anderen gegangen und hätte über dieses Buch referiert, wäre von einer Talkshow zur anderen gegangen, über Schmetterlinge zu reden, irgendwann hätte ich ihn rausgeschmissen. Denn er wurde von der IBM Deutschland bezahlt, seine Arbeit für die IBM Deutschland zu machen. Und da, wo er sich angreifbar gemacht hat, was er übrigens auch selbst sieht, war eigentlich nicht die Tatsache, was er gesagt hat, sondern dass er sozusagen von dem Hintergrund, ich meine, der hat einen Fulltime-Job und wir Steuerzahler über die Bundesbank bezahlen ihn doch. Der kann doch nicht, sagen wir mal, 75% seiner Zeit sich mit Schmetterlingen befassen. Die deutschen Firmen sind wirklich gut, aber die deutsche Gesellschaft nicht. Und irgendwie kann das so nicht weitergehen, nicht? Dann hat Bayer nur noch eine Hauptverwaltung in Deutschland und macht alles Geld im Ausland, nicht? Und das können andere Firmen auch. Und dann werden sie sagen, Mensch, die deutschen Firmen sind ja super. Aber Deutschland muss sich reformieren, die Firmen tun das. Diese unterschiedlichen Reformgeschwindigkeiten zwischen deutscher Industrie und dem Rest der Gesellschaft, das ist das, was mir Sorge macht.